Herzlich willkommen zu Teil 2 der Videotutorial-Serie zum Thema Programmieren lernen mit Visual Basic und der Microsoft Visual Basic 2008 Expert Edition. Die Software selber, also die Expert Edition von Visual Basic 2008, sozusagen die Visual Basic Komponente von Visual Studio 2008, haben Sie ja bereits installiert. Wir haben auch schon unser erstes kleines Konsolenprogramm geschrieben, sind auch über einen Fehler gestolpert, haben den behoben und wir fahren jetzt mit den eigentlichen Grundlagen der Programmierung fort. Diese Grundlagen wirken manchmal vielleicht so ein bisschen merkwürdig und vielleicht offenbart sich auch nicht immer sofort der spezifische Sinn von der einen oder anderen Technik, die wir lernen werden, oder von dem einen oder anderen Begriff oder dem einen oder anderen Konstrukt, das Sie jetzt kennenlernen werden, gilt nicht nur für dieses, auch für die anderen Videos. Ich denke aber, dass Sie nach und nach sehen werden, wie diese einzelnen Mosaikstücke am Ende einen richtigen Sinn ergeben und zu einem Programm zusammengefügt werden können. Alles, was am Anfang vielleicht so ein bisschen unnötig wirkt, ist im späteren Entwicklerleben vielleicht ein essentielles Werkzeug, um professionelle Software schreiben zu können. Ich hoffe, Visual Studio ist bei Ihnen bereits offen und deswegen würde ich vorschlagen, wir legen einfach los, neues Projekt. Sie wissen ja, wie es geht. Datei, neues Projekt, Konsolenanwendung als Projekttyp. Und bei dem Namen würde ich, da wir jetzt über Variablen reden, nehmen wir vielleicht unser erstes Variablenprogramm. Sie sehen schon, ich habe so ein Faible für lange Namen. Aber dafür sind die Programme immer relativ kurz und übersichtlich. Was ist also eine Variable? Wenn Sie programmieren, müssen Sie sich ja immer mal wieder Daten merken. Manchmal ganz kurz, manchmal ganz lang. Stellen Sie sich vor, Sie machen eine Software, die am Anfang so eine Art Altersüberprüfung macht, um beispielsweise entsprechenden Zielgruppen den Zugriff zu verwehren oder für bestimmte Altersstufen bestimmte spezielle Inhalte anzubieten. Oder wenn Sie auf Basis des Alters eine Berechnung durchführen wollen, was Sie übrigens auch demnächst machen werden. Dafür müssen Sie sich zum Beispiel das Alter, das der Benutzer irgendwie eingibt, merken. Zum Beispiel für die Überprüfung später. Manchmal müssen Sie sich auch Sachen ganz, ganz lange merken. Stellen Sie sich etwa vor, Sie haben ein sehr komplexes Programm, da gibt es eine Einstellung oder einen Benutzernamen. Ich hätte gerne einen blauen Bildschirmhintergrund beispielsweise. Ich hätte gerne meinen Text in rosa. Das ist jetzt vielleicht eine etwas merkwürdige Anforderung, aber die müssen sich dann über das gesamte Programm merken, dass der Text eben rosa sein soll und nicht schwarz auf weiß, wie sonst. Und darum geht es bei Variablen. Warum heißen diese Dinge Variablen? Naja, eine Variable ist variabel. Das bedeutet, sie kann unterschiedliche Werte annehmen. Der Wert ist also variabel. Bleiben wir beim konstruierten Beispiel mit der Farbe. Die Farbe kann rosa sein, später vielleicht auch mal blau. Es gibt also keine konstanten Werte, zumindest nicht notwendigerweise, möglich wäre es, sondern variable Werte. Das heißt, der Wert kann sich ändern. Okay, das neue Projekt ist fertig. Öffnen unsere VB-Datei, die heißt auch hier wieder module1.vb. Und in dieser Datei werden wir dann im Folgenden, wie wir es vorher auch hatten, unseren Code reinschreiben, unsere Befehle, werden als eine Variable anlegen und dieser Variable auch einen Wert geben. Wenn wir so eine Variable anlegen wollen, müssen wir sie deklarieren. Deklarieren heißt, salopp gesagt, wir müssen Platz für sie reservieren. Wir müssen außerdem dem System mitteilen, okay, ich hätte jetzt gerne eine Variable, ich würde die gerne anlegen. Stellen Sie sich Variablen vielleicht als so eine Art Aktenordner vor. Also Sie haben so einen Ordner und der Ordner ist vielleicht irgendwie unterteilt in mehrere Abschnitte. Rechnungen oder alphabetisch oder numerisch, ABCDF, 1, 2, 3, 4, 5. Und das sind sozusagen die Variablen. Wir haben eine Variable A und da steht irgendwas wie Arztrechnungen und unter B dann vielleicht Behördengänge und unter C, na, zu C fällt auch kein gutes Wort ein, aber ich denke, Sie verstehen, worauf ich hinaus will. Sie haben zwei Sachen, einen Namen, unter dem Sie etwas ablegen und Sie haben irgendeine Information, die wir dann darunter ablegen. Es gibt da verschiedenste Formen von Variablen, es gibt auch spezielle Variablen, die wir an einer späteren Stelle behandeln. Da kann man mehrere Dinge auf einmal in einer Variable ablegen, aber prinzipiell haben wir immer einen Namen und einen Wert. Jetzt legen wir mal so eine Variable an. Das Anlegen geht in Visual Basic wie folgt. Wir haben da so ein spezielles Schlüsselwort, also einen speziellen Begriff, der B
blau unterlegt ist, so wie Module oder Sub. Und während ich tippe, werden Sie schon sehen, wie das von schwarz zu blau wird. Also DIM, auch die Autoergänzung ist da. Unser IntelliSense und vielleicht etwas schwer zu lesen bei der Auflösung, aber DIM deklariert ein oder mehrere Variablen, sagt uns hier die Information von Visual Studio. Mit DIM sagen wir also Visual Basic, okay, ich hätte gerne eine Variable und die Variable nenne ich beispielsweise Name. So, jetzt gibt es verschiedene Arten von Variablen. Im nächsten Tutorial schauen wir uns das auch genau an, was für Arten wir zur Verfügung haben. Aber prinzipiell gibt es zum Beispiel Zahlen und Text. Wir müssen Visual Basic auch mitteilen, was für eine Art von Variable ist das denn? Ist das eine Zahl oder wird da später eine Zahl drin stehen? Wird da später ein Text drin stehen? Und der wohl häufigste Fall ist Text. Das sieht wie folgt aus. Sieht am Anfang ein bisschen komisch aus, gebe ich zu. Der Sinn offenbart sich dann aber, denke ich, nach. Ergänzung, hier als einzige Option schon S, also DIM Name S. Danach geben wir an, was für eine Art von Variable wir haben. Die verschiedenen Arten stellen wir später vor, aber String ist die Art, die wir jetzt nehmen wollen. Also String, Kette, das bezeichnet eine Zeichenkette, also eine Ansammlung von Buchstaben, auf gut Deutsch ein Text. Wenn wir das haben, dann steht da tatsächlich DIM Name as String. Sie sehen schon so eine grüne Unterringelung. Blau war letztes Mal Fehler, grün ist dies so eine Art Warnung. Wir haben eine Variable, aber wir machen mit ihr nichts. Und Visual Studio denkt, die Variable ist bis jetzt eigentlich unnütz. Tun wir was dagegen, weisen wir ihr einen Wert zu. Das geht wie folgt. Das ist eine Art mathematische Gleichung. Zuerst die Variable, dann ist Gleichzeichen und dann der Wert. Nehmen wir mal Christian als Namen. Sie sehen, unsere Ringelung ist schon weg. Die Variable Name hat jetzt den Wert Christian. Das ist gleich, müssen Sie also als bekommt den Wert lesen. Also Name ist gleich Christian, im Computerjargon sozusagen bedeutet, die Variable Name bekommt den Wert Christian. Das lässt sich natürlich beliebig weitertreiben, denn es ist ja eine Variable. Ich kann hier also später noch andere Werte geben, zum Beispiel Name ist gleich Uwe meinetwegen. Das heißt, die Variable Name bekommt zuerst den Wert Christian und dann den Wert Uwe. Abschließend können wir diese Variable auch ausgeben. Sie erinnern sich vielleicht noch von der vorherigen Lektion an console.writeline. Was wir da letztes Mal gemacht haben, ist, dass wir so einen Text angeben, in Anführungszeichen. Diesmal würden wir aber nicht diesen Text ausgeben, sondern die Variable. Wenn ich einfach nur Name schreibe, dann würde der Textname ausgegeben werden. Ich will aber den Wert der Variablenname ausgeben. Also Anführungszeichen weg und fertig. Jetzt sehen Sie auch, warum Zeichenketten in doppelten Anführungszeichen unbedingt stehen müssen. Denn der Computer an sich ist ja eigentlich, wie sage ich das am besten, ziemlich dumm. Der braucht ganz, ganz genaue Instruktionen. Der kann nicht intuitiv ahnen, was wir wollen. Das müssen wir ihm ganz, ganz genau mitteilen. Deswegen ist es auch sehr wichtig, dass wir beim Programmieren immer die sogenannte Syntax, also die Vorschriften, wie man so Befehle zu schreiben hat, einhalten. Wir können nicht einfach sagen, okay, ich brauche keine Anführungszeichen, weil ist ja offensichtlich, was ich will. Hier denkt Visual Studio mit. Denn wenn Sie mit dem Cursor weggehen, dann kommt das Anführungszeichen wieder hin. Aber prinzipiell können Sie sich natürlich nicht darauf verlassen. Also, wir legen eine Variable an, geben ihr einen Datentyp. Dann weisen wir ihr einen Wert zu und dann weisen wir noch einen anderen Wert zu. Dann geben wir diesen Wert aus. Führen wir das Programm mal aus und dann kommt wie gehabt die Ausgabe, der Name wird ausgegeben, Fenster schließt sich natürlich wieder sofort. Erinnern Sie sich vielleicht noch, wie wir es behoben haben, indem wir einfach sagen, wir warten darauf, dass wir vom Benutzer noch eine Eingabe kriegen. Die Eingabe interessiert uns gar nicht, aber dadurch bleibt das Fenster einfach offen, weil solange keine Eingabe da ist, läuft das Programm noch. Vielleicht zum Abschluss noch ein kleines Beispiel, wie wir das, was wir bis jetzt alles gesehen haben, auch miteinander verbinden könnten. In der Programmierung geht es nämlich sehr, sehr häufig darum, dass man bereits Erlerntes nimmt, grundlegende Techniken und die miteinander kombiniert und miteinander einsetzt. Warum geben wir den Namen denn einfach so an? Wie wäre es, wenn wir den Benutzer den Namen eingeben ließen? Wie machen wir das? Nun, ein Aufruf von console.readline hätte einen Rückgabewert. console.readline liefert also etwas zurück, nämlich das, was der Benutzer eingegeben hat, klar. Wie wäre es denn dann damit? Name ist gleich console.readline. Das heißt, wir lassen den Benutzer eingeben,
dass das eingegeben wird, landet in der Variable Name. Sie erinnern sich an die Syntax. Name bekommt den Wert ConsoleReadline. ConsoleReadline hat eben als Wert das, was der Benutzer eingibt. Und dann gehen wir vielleicht anfänglich noch aus, dass der Benutzer auch was eingeben muss, weil sonst starten wir das Programm und nur wir wissen, was überhaupt passieren soll. Also ConsoleWriteLine, wie heißt sie? Wie heißen sie? Wichtig, hier wieder die Anführungszeichen verwenden. Und nachdem wir den Benutzer gebeten haben, was einzugeben, dann speichern wir das in der Variablen und geben die Variable aus. Wie gesagt, ein einfaches Programm am Anfang. Aber Sie sehen hier schon, wie die verschiedenen Techniken zusammenspielen und Sie werden auch im Folgenden immer weitere Techniken dazulernen. Und eine ganze Menge ist hier schon dabei. Variablen, Variablendeklarationen, ConsoleReadline, ConsoleWriteLine. Ergibt zusammen ein funktionierendes Ding. Wir speichern und führen das Programm dann letztendlich aus und erhalten dann eben wieder unsere Konsolenanwendung. Nach kurzer Zeit, nach der Übersetzung eben, erscheint dann tatsächlich die Frage, was der Benutzer eingeben soll. Nämlich, wie heißen Sie? Das Programm ist schon da. Dauert es noch so ein bisschen. Ich ziehe das Fenster noch ein bisschen runter, dass wir den Code auch im Hintergrund sehen. Und dann kommt das Programm endlich zur Ausführung. Also, wie heißen Sie? Cursor blinkt. Also, können wir was eingeben. Irgendeinen Namen. Nehmen wir also wieder Christian als Namen. Und tatsächlich, Christian wird wieder ausgegeben. Das ist genau dieser Befehl hier oben. Console.WriteLine. Das, was angegeben ist, ConsoleReadLine, wird ausgegeben, ConsoleWriteLine. Wir haben uns also das Variablenkonzept kurz angeschaut, haben gesehen, wie man Variablen erstellt, wie man ihnen Werte zuweist. Und dann haben wir auch Variablen zusammen mit ConsoleReadLine, also zur Eingabe, und ConsoleWriteLine, also der Ausgabe, verwendet. Und im nächsten Tutorial schauen wir uns an, was für verschiedene Arten von Variablen es noch gibt. Bis dann!